Viel Spaß mit Claudio Zuccolini. Vielen herzlichen Dank für den tosenden Applaus. Nein, ich denke nicht einmal, wir haben, wo auf der Bühne stehen, wir Künstler, wir haben einen unlässigen Job. Wir kriegen immer Applaus, bevor wir etwas gemacht haben. Ich weiss nicht, ob das bei Ihnen im Büro auch so ist am Morgen, wenn Sie ins Geschäft kommen, dass die Leute dort sind und sagen, geil, sieh, super. Bevor Sie den Computer angestellt haben, bevor Sie überhaupt drin sind, Leute, wo, auch jemand, wo Sie ansagt und sagt, seit 20 Jahren bei uns in der Buchhaltung, Heiri Baumgärtner, und alles so. Die Leute fragen ja immer Sachen, die offensichtlich sind. Ich weiss noch, wo wir gezügelt sind. Da stehst du mit 350 Zügelschachteln vor dem Haus. Zügelschachteln, die aussehen wie Zügelschachteln. Neben drei riesen Lastwagen, wo drauf steht, Zügelunternehmen, wir zügeln für sie, zügeln, umzügen. Dann kommt der Nachbar und sagt, so, sind wir am Zügeln? Nein. Wir machen das aus Plausch. Alle zwei, drei Monate tun wir alles in Schachteln verpacken. Zum Schauen hätten wir genug Schachteln, wenn wir zügeln würden. Elektrovelo. Was ist passiert? Elektrovelo. Ist ja wunderbar, Elektrovelo. Das Problem ist, plötzlich sind 80-Jährige mit 50 Stundenkilometern in der Stadt unterwegs. Und du hörst sie nicht mehr kommen. Früher hast du die alten Leute gehört, kommen, da hat der Stock am Boden gemacht. Tock, tock, tock. Hast du gewusst, auch über die Eltern, das gehen sie führen. Heute macht es nur noch. Heute hörst du es erst, wenn es klopft im Kreisel. Darum heissen die Velo auch Flyer. Gesundheit. Gesundheit. Was nützt es uns im Alter, wenn wir einen Haufen Geld auf der Seite haben und nachher krank sind? Ich sage immer, wenn du mal gehen musst, mitnehmen kannst du ja nicht. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts. Das hat mir auch gerade der Anlageberater von der Raiffeisen letzte Woche wieder gesagt. Ja, wir Bündner haben recht einen Lauf im Moment. Nein, Gesundheit ist viel wichtiger. Ich darf sagen, ich bin gesund. Zum Glück, ich bin extra noch heute Morgen durchchecken lassen. Gerade nachdem ich da war, bin ich gerne noch durchchecken lassen. Ich würde am liebsten jeden Morgen durchchecken lassen zum Doktor. Du weißt ja nicht, wenn du etwas hast. Ja, du gehst den ganzen Tag arbeiten. Am Abend finden sie raus, hättest du etwas gehabt. Ich meine, wenn du am Morgen schon gewusst hättest, hättest du ja liegen bleiben können. Ich habe mir überlegt, ob man den Computertomograph daheim in die Stube reinstellen. Jeden Morgen reinlegen, schieben, schauen, wie du drauf bist. Nein, ich bin gerne beim Arzt. Sie sammeln Taxpunkte wie andere Kopf, Superpunkte. Ja, mit mir kannst du alles machen. Spritzen, Einläufe, Ausläufe, Leerläufe. Medikamente, aber nur richtige Medikamente kommen mir in die Hütte. Was ich nicht nehme, ist alternative Medizin. Bei Alternativen habe ich immer ein bisschen Schiss vor den Nebenwirkungen. Du kriegst lange Haare, Vollbart und einen Wollpulli. Am Schluss musst du noch einmal durchschwimmen fahren, wenn du Pech hast. Ich habe zwei Kinder und die grössere Tochter, die hat auch den Namen gegeben von meinem aktuellen Programm. Warum? Weil bei uns ist alles warum, warum, warum. Warum darf ich nicht für iPad schauen? Warum muss ich so ins Bett gehen? Warum muss ich flöten üben? Gut, das fragen mich auch jeden Tag. Und du musst heute Antworten geben. Du kannst nicht wie mein Vater immer sagen, darum. Heute gehst du auf Augenhöhe mit den Kindern diskutieren. Natürlich, du musst auch meine Seite verstehen. Klar, das ist ein Argument, aber du musst wissen, du diskutierst mit 7-jährigen Kindern und am Schluss verlierst du noch. Und was junge Eltern auch immer machen, sofort allen anrufen, Freunden und Bekannten, können wir unbedingt einmal unser Baby anschauen. Babys von anderen Leuten anschauen, das ist unglaublich spannend. Da musst du immer so begeistert tun. Sagen, yeah! Yeah! So herzig! Yeah! Auch wenn du verschrickst, wenn du in den Kinderwagen hineinschaust. Du kannst ja nicht ehrlich sein und sagen, yes, wah! Ist das ein Wüstenteufel? Was habt ihr gemacht? Boah! Kann man das nicht rausstellen, solange wir essen?
Nein, mich hat das immer deprimiert, wenn ich zu wenig gelaufen bin. Jetzt haben wir im Quartier haben wir einen älteren Mann, der ist ein Schrittzähler-Sitter. Der sammelt am Morgen alle Schrittzähler ein im Quartier, geht mit ihnen laufen den Tag durch. Bringt sie am Abend zurück. Du, die haben wir 20'000 Schritte drauf. Und je älter wird, desto mehr zittert er. Und dann hast du 30'000, 40'000 Schritte. Der einzige Vorteil vom Self-Scanning ist, du kannst deine ganz persönlichen Aktionen machen. Wenn ich einen guten Tag habe, mache ich 2 für 1. Ja, weißt du, nachher, die machen nur Stichproben. Und wenn sie mich rausnehmen, dann kann ich voll meinen Bündner Behindertenbonus ausspielen. Sagen sie, wir haben hier Stichproben gemacht, sehe alles nicht alles eingescannt. Sagen sie, oh ja. Oh ja, oh ja, blöd. Ja, sind sie Bündner? Ja, ich bin Bündner. Wir können das nicht bei uns, kommt noch der Migros-Last ins Dorf. Ja gut, ich drücke auch zu. Ja, bei uns ist es klasse, als Bündner kannst du dir alles erlauben. Da kannst du in Zürich mit dem Auto, mit der Bündnernummer, da kannst du rückwärts im HB reinfahren, über Gleis. Wenn sie es sehen, sagen sie, ja, ein Bündner, gut, fahren sie wieder vorne, links runter, kommen sie ans Bellevue. Danke vielmals. Ja, da denkt sie, eine verdammte enge Strasse, gell?